Ich freue mich, dass du heute dabei bist, bei einer neuen Andacht, einem neuen Impuls. Also, willkommen in meinem Wohnzimmer. Komm, lass uns mit Gott reden und beten und so in diese Andacht starten. Mein Gott, ich danke dir für diesen Tag. Du hast ihn wunderbar gemacht. Vielleicht regnet es. Die Erde braucht das Wasser. Vielleicht scheint die Sonne. Sie wärmt mich und diese Erde. Mein Gott, ich danke dir, dass du mich ernst nimmst, so wie ich bin. Ich muss nicht erst etwas werden, was ich noch nicht bin. Du liebst mich, so wie ich bin. Und so bin ich für dich wertvoll. Danke. Amen. Ja, Jesus nimmt die Menschen ernst, wie sie sind. Als Kinder, als Erwachsene, als Gesunde, als Kranke, als Alte, als Junge, als Juden und als Nichtjuden. Aber Jesus rennt nicht einfach so auf die Kranken zu und heilt sie so mir nichts, dir nichts. Nein, er spricht zuerst mit ihnen. Und eine ganz bekannte Geschichte aus dem Neuen Testament ist die mit dem blinden Mann von Jericho. Jesus ist auf dem Weg nach Jericho. Eine große Menschenmenge folgte ihm und am Wegrand saß ein blinder Mann, der bettelte. Der hörte diese vielen Menschen und fragte, was da los wäre. Sie sagten ihm, dass Jesus gerade hier vorbeikommt auf seinem Weg nach Jericho. Als der Blinde das mitkriegte, da fing er an, nach Jesus zu schreien. Boah, die Leute, die versuchten, irgendwie ihn wieder zum Schweigen zu bringen, aber er schrie immer lauter. Was passiert? Jesus hält an, geht auf den Blinden zu und fragt ihn, was willst du, dass ich für dich tun soll? Was für eine blöde Frage. Ey, was soll ein Blinder schon von jemandem wollen, der Wunder tun kann? Ja, natürlich will der sehen können. Da muss man doch nicht nachfragen, oder? Aber Jesus geht nicht einfach davon aus, dass das ja logisch wäre. Er nimmt den Menschen ernst. Er spricht mit ihm und fragt ihn, was er denn gerne möchte, was er sich denn wünscht, dass Jesus es tut. Na und? Jesus heilt ihn natürlich. Und der Geheilte und die Leute, die das erlebt haben, waren total begeistert. Nicht nur bei den Erwachsenen verhält sich Jesus so, auch und gerade bei den Kindern. Da kommen zum Beispiel Eltern mit ihren Kindern zu Jesus, damit er sie segnen sollte. Und was machen die Jünger? Die fahren die Eltern an, dass sie wieder verschwinden sollen. Und das gefällt Jesus natürlich überhaupt nicht und er bittet die Familie zu sich. Er segnet sie und vor allem die Kinder und stellt dann die Kinder nochmal besonders in den Mittelpunkt. Wer sich das Reich Gottes nicht wie ein Kind schenken lässt, der wird ganz sicher nicht hineinkommen. Das sagt Jesus. Ein andermal, als die Jünger von Jesus wissen wollten, wer wohl der Wichtigste in Gottes Reich wäre, da stellte Jesus ein Kind in ihre Mitte und sagte zu ihnen, ich versichere euch, wenn ihr euch nicht ändert und so werdet wie die Kinder, kommt ihr ganz sicher nicht in Gottes himmlisches Reich. Wow! Wir sollen von den Kindern lernen, wie man in Gottes Reich kommt. Wie soll das bitte gehen? Klar, dass die meisten sich das jetzt fragen. Wir Erwachsene sind oft so versessen drauf zu sagen, dass Kinder unsere Zukunft sind. Aber hallo? In der Zukunft sind unsere Kinder auch Erwachsene. Jesus sagt aber, denen, die so werden wie ein Kind, die werden in Gottes Reich willkommen sein. Also, lernen wir doch mal von den Kindern. Nehmen wir sie ernst, als Kinder. Denn sie als Kinder können uns was beibringen. Okay? Probiere ich aus. Von Kindern kann ich Vertrauen lernen. Vertrauen in Menschen, aber eben auch Vertrauen in Gott. Vertrauen in das Unmögliche. An der Stelle
möchte ich dir eine Geschichte aus meiner Kindheit erzählen. Als ich 10 Jahre alt war, ist meine Lieblingsoma gestorben. Zur Beerdigung durfte ich nicht mit. Aber am Vormittag stand der offene Sarg in der Trauerhalle und wer wollte, durfte sich auf seine Weise von ihr verabschieden. Da haben meine Eltern mich mitgenommen. Wenn ich mich heute daran erinnere, dann an den ersten Gedanken, den ich damals hatte, als ich in diese kleine Trauerhalle eintrat. Ich dachte damals, was würde eigentlich passieren, wenn ich meiner Oma jetzt die Hände auflege und Gott bitte, dass sie wieder lebendig ist? Nein, jetzt kommt nicht die Geschichte einer Totenauferweckung. Ich habe das damals nicht getan. Ich habe mich nicht getraut vor den ganzen Leuten, die noch da waren. Aber dass in dieser Situation dieser Gedanke mein erster war, als wir damals diesen Ort der Trauer betraten, das hat mich schon oft getröstet. Und das veranlasst mich auch immer wieder dazu, Gott viel mehr zuzutrauen, als ich mir überhaupt vorstellen kann. Ich denke, ich war damals 10 Jahre alt, ich war ein Kind. Und Kinder können uns noch mehr lehren. Hast du schon mal ein spielendes Kind beobachtet? Das ist voll im Hier und Jetzt, mitten im Spielen drin. Oder Kinder beim Bogenschießen, ist auch was ganz Tolles. Die denken nicht über Physik oder sowas nach, nee. Die verlassen sich ganz auf ihr Gefühl im Hier und Jetzt und der Pfeil sitzt. Meistens im Kill oder knapp neben dem Kill. Wie oft bin ich denn mit meinen Gedanken schon bei der nächsten oder bei der übernächsten Sache und habe dann eben nur noch die halbe Konzentration auf das, was ich jetzt gerade tue? Kinder können mich das lehren, was buddhistische Mönche so beschreiben. Wenn ich gehe, dann gehe ich. Wenn ich sitze, dann sitze ich. Wenn ich esse, dann esse ich. Und wenn ich schlafe, dann schlafe ich. Und ich ergänze jetzt mal, wenn ich spiele, dann spiele ich. Und wenn ich Pfeil und Bogen schieße, dann schieße ich Pfeil und Bogen. Eben ganz bei der Sache, die jetzt gerade dran ist. Und Kinder haben eine schier unerschöpfliche Fantasie. Da, wo mein Kopf einhakt und sagt, das ist aber nicht möglich. Oder, das kann doch gar nicht funktionieren. Da, genau da träumen Kinder von Dingen, die unmöglich erscheinen und lassen diese Dinge in ihrem Herzen Wirklichkeit werden. Wahnsinn! Und was hat das denn jetzt mit Gottes Reich zu tun? Ich glaube das, was andere für unmöglich halten. Nämlich, dass es einen Gott gibt, der mich geschaffen hat, der mich liebt, für den ich unendlich wertvoll bin, auch wenn ich gar nicht so perfekt bin. Ich glaube, dass Gott in meinem Leben Unmögliches möglich machen kann. Ich glaube, dass der Glaube Berge versetzen kann. Ich glaube, dass Gott hier und jetzt da ist, für mich und für dich. Ich glaube, dass ich die Zeit habe, im Hier und Jetzt zu leben und zu lernen und nicht schon mit den Gedanken bei der nächsten Aktion rumwerkle. Ich glaube, dass Gott mich so ernst nimmt, wie ich im Augenblick gerade bin. Er vertröstet mich nicht auf später, wenn ich mich vielleicht mal weiterentwickelt habe. Nein, jetzt und hier ist er mit seiner Liebe für mich da. Ich glaube, dass mein Kopf träumen und mein Herz Visionen haben darf und soll. Ich glaube daran, dass Gott noch viel, viel größer ist als alles, was ich mir je vorstellen kann. Ich glaube daran, dass seine Möglichkeiten noch über meine Träume und Visionen hinausgehen. Und deshalb träume ich und lass Visionen in meinem Herzen aufblühen. Also, Kinder sind nicht unsere Zukunft, sie sind unsere Gegenwart, denn sie sind jetzt Kinder. Und als Kinder habe ich sie ernst zu nehmen, denn sie sind unendlich wertvoll und ich als Erwachsener, ich kann viel von ihnen lernen, für mein Leben
und für meinen Glauben. Denn immerhin bezeichne ich mich ja als Kind Gottes. Klar weiß Gott jetzt schon, was irgendwann mal aus mir werden kann und werden wird, aber er nimmt mich jetzt so, wie ich gerade bin. Er lässt mich jetzt meine Wege gehen und finden. Er lässt mich jetzt Vertrauen aufbauen. Er lässt mich jetzt Träume und Visionen haben, denn ich bin sein Kind. Amen. Sein, hab immer mich zur Wehr gesetzt. Von außen wurde ich hart wie Stein, und doch hat man mich oft verletzt. Irgendwo tief in mir bin ich ein Kind geblieben. Erst dann, wenn ich's nicht mehr spüren kann, weiß ich, es ist für mich zu spät, zu spät. Unten auf dem Meeresgrund, wo alles Leben ewig schweigt, kann ich noch meine Träume sehen, die Luft, die aus der Tiefe steigt. Irgendwo tief in mir bin ich ein Kind geblieben, erst dann, wenn ich's nicht mehr spüren kann, weiß ich, es ist für mich zu spät, zu spät, zu werde ich immer sein geliebtes Kind sein, das sich einsauen darf, das mit aufgeschürften Knien in seine Arme rennen darf und das, selbst wenn es den größten Mist gebaut hat, von seiner unendlichen Liebe getragen ist. Hey, schön, dass du heute bei dieser Andacht dabei warst. Und wenn du Lust hast oder dir das auf dem Herzen liegt, dann kommentiere, like oder teile diese Andacht gern. Hab eine schöne Zeit. Bewahre das Kind in dir. Und wenn du willst, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!
Deine Eule Astrid 07. Irgendwo tief in mir bin ich ein Kind geblieben. Erst dann, wenn ich's nicht mehr spüren kann, weiß ich, es ist für mich zu spät, zu spät. Weiß ich, es ist für mich zu spät, zu spät.